Mixella, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 248. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Ja, ich sage auch natürlich Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Bevor wir in die Sendung einsteigen, das wird wieder ein Interview sein, das wir schon mal bei Hoaxilla TV geführt haben. Dazu nachher mehr. Vielleicht noch zwei kleine Terminhinweise für den März. Und zwar sind das zwei Vorträge von uns, die wir halten werden. Einmal am 19. März sind wir zum zweiten Mal inzwischen im Das Rind in Rüsselsheim in der Nähe von Frankfurt ist das, für alle die es nicht wissen. Und da werden wir nochmal unseren Vortrag halten mit dem Titel Die Weisen von Zion heißen heute Sorosch und Co. Und das ist natürlich ein Abend, wo wir dann auch wieder diskutieren werden. Das heißt, Donnerstag, 19. März um 19.30 Uhr geht das los im Rind. Und dann einen Tag später sind wir in Wiesbaden. Und da werden wir nochmal einen Vortrag halten zum Thema Fake News, Verschwörungsmythen und Rechtspopulismus. Ähnliches Thema, ein bisschen mehr den Fokus nochmal auf Rechtspopulisten im Internet. Und auch da beginnt es um 19.30 Uhr. Da sind wir eingeladen worden von der humanistischen Gemeinschaft und da auch in Kooperation mit der GWOP. Also insofern zwei Vorträge im Hessische und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr da vorbeikommen könntet. Und ganz kurz, weil uns die ersten Anfragen erreichen, wir sind noch nicht ganz klar, wie wir das Kartenmanagement für die 10 Jahre Hoaxilla-Feier organisieren. Noch ist es lang hin, noch sind bei weitem nicht alle Plätze ausgebucht, also keine Panik. Vielleicht nochmal zur Info, das ist im September. Genau, und wir werden nochmal entweder so einen kleinen Online-Ticket-Shop machen, wo man vorab reservieren kann, oder wir organisieren das anders. Da sind wir gerade noch am Planen, wie wir das machen wollen. Also bisher jeder, der meint, dass er Lust hat, da hinzukommen, wird sicherlich einen Platz bekommen. Da gehe ich im Moment erstmal noch von aus. Und wie gesagt, auf unserer Homepage, der erste Beitrag ist immer die 10-Jahres-Feier. Und wenn es da was Neues gibt, werden wir das da auch verlinken und natürlich auch in den sozialen Netzwerken bekannt geben. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter ganz normal mit der Story der Woche. Und Alexa hat da wieder was für euch herausgesucht. Die Story der Woche. Heute geht es in der Story um den Zwergplaneten Pluto, der ja, wie wahrscheinlich jeder von euch weiß, 2006 seinen Planetenstatus verloren hat, was manche Leute immer noch total traurig finden und sich dafür einsetzen, dass das wieder rückgängig gemacht wird als Entscheidung. Es geht aber heute um den Namen dieses Zwergplaneten und wo der herkommt. Und zwar ist es tatsächlich so, dass als 1930 Pluto entdeckt wurde, die Disney-Figur so gerade im Entstehen und bekannt werden war. Und Disneys Pluto mochte ich eigentlich persönlich immer ganz gerne so als Figur. Der Hund irgendwie, der so ein bisschen tollpatschig ist, irgendwie recht niedlich. Und der stand sozusagen Pate für den Planeten Pluto als Namensgeber, was ich irgendwie auch eine ganz nette Geschichte finde. Wenn es denn dann stimmt. Wenn es denn tatsächlich so ist, könnt ihr ja mal überlegen. Lösen wir dann natürlich am Ende der Sendung auf. Thema der Woche. Ja, Begegnung mit Außerirdischen heißt die heutige Episode und das ist eine Hoaxilla-TV-Folge, die auch im Jahr 2017 ausgestrahlt worden ist und die ein bisschen auch nochmal eine Reminiszenz an unsere 72. Episode vom Hoaxilla-Podcast tatsächlich ist, die wir seinerzeit 2012 mit Sebastian Bartschek gemacht haben, zum Titel, die den Titel trug, Entführt von Außerirdischen. Unser Gast André Kramer ist Mitglied der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, ist dort auch der Pressesprecher. Und wir können einfach mal, würde ich sagen, reinhören und uns einen Eindruck darüber machen, was denn seriöse UFO-Forscher rund um das Thema Alien-Entführung und Begegnung mit Aliens zu sagen haben, oder? Genau, der Fokus ist ein ganz bisschen anders als damals bei der Folge mit Sebastian Bartoschek, aber gibt vielleicht nochmal so eine Ergänzung und ergänzende Perspektive zu der Folge von damals. Mal gucken, ob es euch gefällt.
Wir haben einen Gast und freuen uns sehr, dass André Kramer heute mal wieder bei uns. Hallo André. Herzlich willkommen. Du bist Pressesprecher des Vereins GEP, das ist ein eingetragener Verein. Vielleicht sagst du ganz kurz noch mal was zur GEP. Ja, wir sind die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens. Uns gibt es seit 1972, also haben schon 45 Jahre auf dem Buckel. Mhm. Und wir sind der größte Verein in Deutschland, der sich mit dem Thema UFOs befasst. Wir untersuchen Sichtungen, die aus der Bevölkerung bei uns gemeldet werden, mhm, und versuchen den Sichtern und Meldern herauszufinden, was sie gesehen haben und ihnen das näher zu bringen und zu erklären. Jetzt würde man spontan sagen, Menschen, die nach UFOs suchen, das sind eher so Spinner. Wie positionierst du dich? Das hast du bestimmt nicht zum ersten Mal gehört. Wie würdest du die Rolle der GEP vielleicht noch ein Stück weit beschreiben, dass sich die Zuschauer, die ich noch nicht erlebt haben, weil wir haben genau über das Thema UFO-Sichtung ja schon mal mit dir gesprochen, hier bei Huxilla TV, aber dass du noch mal ganz kurz ein paar Worte zur GEP sagst. Also glaubst du selber an UFOs, also an Aliens, die auf unseren Planeten gekommen sind? Also vielleicht sagst du. Naja, also die GEP hat sich damals ja entwickelt zu einer Zeit, da gab es nur die Duists in Deutschland. Die geben noch heute die UFO-Nachrichten raus. Und das war ein sehr esoterisch angehauchter Club älterer Herren, die Heilsbotschaften erwarteten, hofften, dass dann die Sternmenschen aus dem All kommen und denen irgendwie einen Segen bringen und UFO-Kontaktler. Und also recht bizarre Geschichten. Und die jungen Männer und Frauen, die in deiner Zeit dann die GEP mitgründeten, die wollten sich davon distanzieren, von diesen religiös angehauchten Sichtweise auf das Phänomen, und wollten eigentlich versuchen, mit möglichst wissenschaftlichen Mitteln die Frage zu stellen, was sehen denn diese Menschen am Himmel? Und genau das tun wir auch heute noch. Wir untersuchen eben vornehmlich UFO-Fälle und versuchen, die Stimuli dahinter herauszufinden. Mhm. Also, dass die Menschen ein Flugzeug gesehen haben, einen Stern, eine Himmelslaterne, einen Folienballon oder. Satelliten, die ISS, kann ja alles sein, ne? Genau, das sind auch die Sachen, die in allermeisten Fällen herauskommen nach der Untersuchung. Mit einem kleinen Rest, den wir nicht aufklären können, ohne aber, dass wir dazu eine Hypothese haben. Also wir behaupten nicht, das sind Aliens oder Zeitreisende oder irgendwas anderes Obskures, sondern wir behalten uns da offen, da wir es nicht glauben, dass man das valide erklären kann, ohne den Boden wissenschaftlicher Tatsachen zu verlassen. Mhm. Das heißt aber, ähnlich wie Alexa und ich das auch in den letzten Jahren immer wieder sagen, ihr nehmt zunächst mal die Menschen auch ernst. Also eine typische Reaktion auf jemanden, der sagt, ich habe ein UFO gesehen, wäre ja häufig in unserer Gesellschaft zu sagen, das ist ein Spinner. Das macht ihr eben nicht, sondern genau wie wir das ja auch häufiger sagen, wenn jemand was gesehen hat oder sagt, er hat was gesehen, versucht ihr auch erstmal herauszufinden, was könnte es denn gewesen sein? Und ihr habt, du hast es gerade schon gesagt, 45 Jahre auf dem Buckel. Das heißt, es gibt auch einen gewissen Erfahrungsschatz bei euch. Vielleicht mal ganz kurz, ohne die andere Sendung aufzurollen, aber das, was noch einmal ganz kurz waren. Wie geht ihr bei einer Sichtung vor? Gibt es so eine Methodik, mit der ihr da arbeitet? Naja, das variiert natürlich so ein bisschen nach Art der Sichtung. Mhm. Also natürlich wird die Sichtung zuerst aufgenommen. Wir haben ein Netzwerk von Fallermittlern, dann wird der Fall vergeben, beziehungsweise ein Fallermittler meldet Interesse an, vielleicht weil es aus räumlicher Nähe heraus oder ähnliches. Ein Großteil der Fälle kann man tatsächlich vom Schreibtisch aus lösen. Dazu wird dann der Flugverkehr zum Beispiel geprüft, zu gegebenen Zeitpunkt, der Sternenhimmel und ähnliche Geschichten. Das ist so die Kernarbeit, die man so vornimmt. Dann gibt es noch die Ausnahmefälle, die also spektakulärer sind und wo der Stimulus nicht so leicht oder auch gar nicht zu finden ist. Da können dann solche Untersuchungen auch aufwendiger werden oder auch ins Leere laufen, weil man schlicht und einfach keine Erklärung findet. Wer jetzt wissen möchte, welche UFO-Sichtungen du persönlich ganz spannend findest und für die du auch eventuell keine Erklärung hast, der guckt sich am besten nochmal unsere alte Huxilla-TV-Sendung an. Da haben wir nämlich darüber ausführlich gesprochen. Wir wollen aber heute das Thema der Entführung durch Außerirdische mal aufgreifen. Das ist ja nochmal quasi ein ganz besonderer Komplex. Also ein UFO irgendwie am Himmel zu sehen, das ist ja schon mal ungewöhnlich. Aber dann das Gefühl zu haben, dass man irgendwie nachts in seinem Bett liegt und dann tatsächlich von Außerirdischen entführt wird, das, denke ich mir, ist ja nochmal sozusagen ein Sprung weiter. Welchen Stellenwert hat dieses Phänomen überhaupt innerhalb der UFO-Szene? Nimmt das einen großen Raum ein oder ist das eher so ein Randphänomen? Also ich würde es als Randphänomen bezeichnen. Es hatte in den 90er Jahren in Deutschland zumindest ein ziemliches Hoch. Also damals hatten die Medien sich mehr für das Thema interessiert. Wir hatten Akte X hoch und einige populäre Autoren, wie der inzwischen verstorbene Johannes Fieberg, haben auch einige sehr erfolgreiche Bücher zum Thema veröffentlicht. Also in der Zeit, in den 90ern, war das Thema doch, hatte einen größeren Stellenwert, als es heute der Fall ist. Das heißt aber, dass es sowas wie ein
popkulturellen Einfluss eventuell auch gegeben hat. Also in dem Moment, wo es eine Fernsehserie wie Akte X gab, die ja weltweit sehr, sehr erfolgreich war und auch, wie wir finden, ja auch gut gemacht war, ist es so, dass mehr Menschen dieses Phänomen berichten? Also kann man, ist das oder ist das so weit zugegriffen? Ich glaube, das Interesse, das öffentliche Interesse war größer und deshalb hat man mehr davon mitbekommen. Mhm. Also schon in der Zeit davor und auch während dieser Zeit gab es eine große Grauzone, also Selbsthilfegruppen, die wirklich in ganz kleinen Kreis blieben und die kleine Magazine vielleicht mit Auslagen von 20 Exemplaren herausbrachten. Mhm. Also die hat eigentlich so gut wie kein Mensch ihr Gesicht bekommen, weil die wirklich nur in diesen kleinen Zirkeln kursierten. Mhm. Da natürlich das Interesse der meisten Betroffenen nicht ist, vor eine Kamera zu kommen. Wie positioniert sich denn die GEP? Also andersrum, ich frage jetzt mal noch eins. Gibt es bei euch tatsächlich Menschen, die euch kontaktieren, die euch finden im Netz und sagen, ich bin von einem UFO entführt worden? Habt ihr das bei euch schon gehabt? Das kommt ein, zwei Mal im Jahr vor, ja. Mhm. Das ist ja schon gar nicht mal so wenig, ne? Mhm. Wie geht ihr damit um? Also wenn du jetzt sagst, bei Sichtung von unidentifizierbaren Flugobjekten, das sind ja erstmal UFOs, dann geht ihr hin und versucht erstmal eine, sagen wir, natürliche Erklärung oder eine terrestrische Erklärung für das Phänomen zu finden, sagen wir es mal so. Wie positioniert ihr euch, wenn jemand sagt, ich bin von Aliens entführt worden? Das ist tatsächlich um einiges schwieriger. Mhm. Ich sage mal, also die meisten Fälle übernehme ich dann in der Regel. Mhm. Und es geht mir dann nicht in erster Linie darum, eine Erklärung für das zu finden, was die Menschen erlebt haben. Mhm. Es gibt einige Erklärungen dafür, in einigen Fällen vielleicht auch nicht. Sondern es geht mir darum zu schauen, aus welchem Grund meldet sich diese Person bei uns. Also ist da vielleicht ein wie auch immer gearteter Leidensdruck hinter und möchte dieser Mensch, also eigentlich erhofft er sich Hilfe. Mhm. Ja, das ist so mein Hauptanliegen. Dann du kommst aus einem sozialen Beruf eigentlich. Ne? Ja. Also insofern wahrscheinlich liegt das daran, dass du dich eher um diese Fälle kümmerst oder ist das eine gewachsene Struktur? Sowohl als auch. Ist immer so, ne? Halb, ne? Genau. Also. Aber spielen wir es mal durch. Also jemand ruft jetzt an und sagt, Herr Kramer, wenn er dann dich kontaktiert hat, ich bin vor 3 Wochen von Außerirdischen entführt worden und ich bin jetzt ganz aufgeregt und weiß gar nicht, an wen ich mich wenden will. Ich habe schon bei Polizei angerufen, mir interessiert das nicht. Jetzt rufe ich bei Ihnen an, ich habe sie im Internet gefunden. Wie ist dann das Vorgehen bei euch? Naja, also meistens kommt es tatsächlich erstmal schriftlich per E-Mail, es gibt aber auch Anrufe. Mhm. Dann nimmt man natürlich Kontakt zu der Person auf und in der Regel folgen dann mehrere Gesprächstermine im Grunde genommen, meistens telefonisch oder eben auch schriftlich, indem man dann versucht, das Ganze ein bisschen aufzurollen, ein paar Hintergrundinformationen zu bekommen. Und dann muss man einfach immer gucken, was ist der Grund, weshalb die Person sich an uns gewendet hat. Mhm. Ne? Also welche Erwartungen hat diese Person? Mhm. Oftmals ist es natürlich so, dass wir Ideen vorschweben, was könnte dieser Person geschehen sein. Mhm. Also ob das Schubnagogo-Halluzinationen sind, False Memories. Ich hatte auch schon Fälle, bei denen ich mir ziemlich sicher bin, dass eine psychische Erkrankung der Hintergrund war. Also eine reale Halluzination dann in dem Fall. Genau. Also das psychische Erkrankung ist ja genau. Gibst du dann auch Tipps, dass sich derjenige dann quasi Hilfe suchen soll, also professionell, also quasi psychologische Hilfestellung auch? Genau, also es ist natürlich in solchen Fällen, wo ich von einer Erkrankung ausgehe, versuche ich natürlich in diese Richtung das zu steuern, was nicht immer möglich ist. Also wenn man eine Psychose hat, das kennst du sicherlich auch, ist es einfach so, dass diese Person dann nicht erreichbar ist für diese rationale Erklärung. Ne, denn sie lebt ja in ihrer Psychose und in der subjektiven Wirklichkeit der Halluzinationen. Das ist tatsächlich das die schwierigsten Fälle, wo man am wenigsten die Person erreichen kann. Wie oft ist das überhaupt vorgekommen? Also mir fallen jetzt 2 Fälle ein. Wie viel hast du insgesamt so jetzt in deiner Zeit bei der GEP behandelt? Kannst du mal einen Daumen sagen? Also in der GEP waren es vielleicht 6 Fälle plus, also ich bekomme auch persönlich manchmal Nachrichten und Anfragen an. Ich habe jetzt vielleicht mit 20 Menschen insgesamt gesprochen und gearbeitet, die von diesem Phänomen betroffen waren. Okay, aber das sind schon 2 von 20 Fällen, ist ja schon auch eine relativ hohe Inzidenz sozusagen. Wenn man jetzt so ein bisschen auf die Geschichten und die Schilderung selber eingeht, was sind da so die Hauptmerkmale einer solchen Begebenheit? Ich überlege gerade, weil du hast gerade schon Hypnagoge-Halluzinationen oder Hypnagoge-Vorkommnis gesagt, ob wir die Begriffe vielleicht einmal für die Zuschauer nochmal erklären, dass sie das einordnen können. Also das sind sozusagen die Erklärungsmodelle. Ein Erklärungsmodell wäre
Psychose oder Halluzination durch eine andere psychische Erkrankung. Vielleicht noch die anderen Erklärungsmodelle, dass unsere Zuschauer die Fachbegriffe, die du gerade benutzt hast, verstehen. Ja, na klar. Also Hypnagogo-Halluzination oder auch Hypnopompe-Halluzinationen sind schlafassoziierte Zustände. Mhm. Hypnagog spricht man in der Einschlafphase, Hypnopomp in der Aufwachphase. Da kann es in seltenen Momenten dazu kommen, dass ein Mensch quasi in dieser Phase ein Schlaflähmungserlebnis hat. Mhm. Das heißt, der Körper schläft noch, man kann sich nicht bewegen, hat aber bei vollem Bewusstseinszustand, bei Wachheit, bei offenen Augen Traumhalluzinationen. Mhm. Man bewegt sich also zwischen Schlaf und Wachsein. Diese Traumhalluzinationen sind dann oftmals auch verbunden mit Gestalten, die um das Bett herum sich bewegen und ähnlichen bizarren Vorkommnissen mit Geräuschen, also oftmals auch auditive Halluzinationen. Mhm. Und das kann schon oftmals als Auslöser für den Glauben an eine UFO-Entführung. Das ist insofern ganz spannend, weil es im Prinzip so Interpretationssache oder sagen wir mal so auf den persönlichen, das persönliche Umfeld desjenigen, der das erlebt, ankommt. Mhm. Ob er das Ganze jetzt als tatsächlich Außerirdische interpretiert oder vielleicht auch als Geistererscheinung, das hat man also durchaus häufiger. Also wenn man sich mit dem Spukphänomen beschäftigt, dass man dann darauf stößt, dass das eben auch mit diesen Halluzinationen zusammenhängt. Insofern finde ich das ganz interessant, dass das so in beide Richtungen gehen. Wir können auch, wenn wir reden nochmal vielleicht einmal, es gibt ja das berühmte Bild vom Nachtalb, das ist ein ganz berühmtes Gemälde, das können wir mal einblenden auch, dass die Zuschauer das nochmal sehen, das war so eine alte oder mittelalterliche Erklärung dafür, dass so ein Alb einem auf der Brust sitzt oder auch diese Sukubi, also diese Frauengestalten, die einem Lebensenergie absaugen, so eine Art. Spricht ja auch von Albdruck. Albdruck, Inkubus, Sukubus. Da kommt das her. Und ich habe übrigens in der Theorie, natürlich als Psychologe, das Phänomen oft gelesen. Ich habe es vor einigen Monaten, Alexa hat da sehr drunter gelitten, tatsächlich selber mal gehabt. Okay. Und zwar, bei mir war es eine sehr, sehr große, so große Spinne, die sich direkt von meinem Kopf abgeseilt hat bei uns zu Hause. Ich bin Arachnophobiker, latent, habe Angst vor Spinnen. Und das war ziemlich unangenehm, weil das war absolut realistisch. Und dann hat die Lähmung ausgesetzt. Ich habe neben dem Bett gestanden, habe echt geschrien. Alexa ist aus dem Tiefschlaf gerissen worden. Und es hat für mich 2-3 Minuten gedauert, um hier und jetzt anzukommen und zu realisieren, das war gerade offensichtlich eine hypnagoge Halluzination, die du gehabt hast. Weil natürlich hier keine riesige Spinne ist und sich schon gar nicht von der nackten Decke 3 Meter abseilt oder so. Also das ist unfassbar realistisch. Und ich habe inzwischen großen Respekt dafür, von Menschen sowas haben und davon ihren Eindrücken berichten, weil das ist absolut real. Wenn du da keine Erklärung für hast, bist du aufgeschmissen. Ging mir mit 19 tatsächlich auch so. Da hatte ich auch mal solche, allerdings nur mit auditiven Halluzinationen, aber absolut unheimlich. Und ich erinnere mich noch, wie sich Nackenhaare so langsam aufrichteten, während man bewegungslos da, also furchtbar. Ja, also insofern, das ist eine Sache, das sollte man nicht unterschätzen. Also der Leidensdruck, der dahinter steckt, ist durchaus real. Auf jeden Fall. Du hattest noch ein zweites Erklärungsmodell angesprochen. Es gibt noch die False Memories, das sind falsche Erinnerungen. Mhm. Das ist also, man muss dazu sagen, dass viele frühere UFO-Entführungen, also bis in die 90er, meistens über Hypnosesitzungen aufgedeckt wurden. Mhm. Das war eine Zeit, in der man noch glaubte, man könnte über Hypnosesitzungen verschüttete Erinnerungen wieder hervorrufen. Mhm. Das ist heute eher zweifelhaft und wird in der Therapie nicht mehr so angewendet. Aber viele Laienhypnotiseure aus der UFO-Szene haben sich damals daran gemacht, vermutmaßlich ein Führungsopfer zu hypnotisieren. Mhm. Und mit Suggestivfragen kam es dazu, dass dann falsche Erinnerungen erschaffen wurden. Genau. Das ist ein Phänomen, das wir aus den 80ern schon aus den USA kennen. Da war es dann der kindliche sexuelle Missbrauch. Mhm. Bei vielen Therapeuten ist das dann suggeriert worden, als das noch sehr Mode war. Und das können wir mit gutem Recht und auch mit einigen Untersuchungen auch bei vielen UFO- und Führungsopfern annehmen, dass es solche falschen Erinnerungen sind. Das gibt ja zum Teil von diesen Hypnosesitzungen dann auch Aufzeichnungen, wo man dann auch hört, wie der Hypnotiseur die Fragen stellt, um an diese Erinnerung heranzukommen. Dann ist genau, wie du sagst, du bist sowieso schon, wenn du hypnotisierbar bist und unter Hypnose stehst, sehr suggestiv empfänglich. Und wenn dir dann natürlich die falschen Fragen gestellt werden und der Hypnotiseur sozusagen die Theorie hat, dass eine Entführung vorgelegen hat, dann kann man das natürlich an diesen Aufzeichnungen dann festmachen letztendlich. Genau. Also ein schönes Beispiel ist eigentlich der erste populäre Fall einer UFO-Entführung, der Fall der Betty von Betty und Barney Hill. Mhm. Das war ein Pärchen in den USA. Die Betty war eine Weiße und Barney Hill war ein Schwarzer. Und das war für die Zeit etwas ganz, ganz
Unübliche und Untypisches. Kannst du das ungefähr mit einer Jahreszahl? 1963. 63, okay. Genau. Und die waren von vielen sozialen Problemen belastet und hatten dann auf einer Landstraße in der Nacht eine UFO-Sichtung. Sind dann mit ihrem Auto weitergefahren und stellten fest, dass sie 3 Stunden später zu Hause ankamen, als es eigentlich hätte der Fall sein sollen. Mhm. Missing Time. Und die sind dann zu einem Hypnotiseur gegangen. Und in den ersten Hypnotesitzungen hatte Barney Hill, die wurden getrennt hypnotisiert, eigentlich sowas, eine Art Nazis beschrieben. Er sprach dann davon Männern in Uniform, hat die mit Nazis assoziiert. Also hat eine völlig andere Geschichte erzählt als die Betty Hill, die dann eben von kleinen Wesen sprach, mit großen Köpfen. Also noch nicht ganz der archetypische Kleingrauen, aber schon da sehr ähnlich. Und im Laufe der Hypnosesitzung glich sich dann Barneys Erzählung immer weiter der von Betty an. Okay. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass sie sich natürlich auch später noch unterhalten haben über das Gesehene und dass scheinbar diese Suggestivwirkung langte und der Hypnose dann quasi eine Betty sehr annähernde Erzählung zu generieren. Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil wenn man sich heute so anschaut, was in der Popkultur so zu UFO-Entführungen passiert, dann hat das schon sehr viele Merkmale, die man auch wiederfindet. Das heißt also, dieses Ereignis, das dann wahrscheinlich auch durch die Medien gegangen ist, hat einen so großen Einfluss ausgeübt, dass das dann tatsächlich auch die Popkultur bis heute beeinflusst eigentlich. Das auf jeden Fall. Das Spannende ist da eigentlich, wenn man sich das historisch mal anschaut, wie sich das entwickelt hat. Ne, also wir hatten 1947, am 24. Juni, hatten wir die berühmte Kenneth-Arnold-UFO-Sichtung. In dessen Zuge wurde dann der Begriff der fliegenden Untertasse geprägt. Also wir haben jetzt quasi gerade 70-jähriges Jubiläum. Der UFOs, ja. Genau, also der fliegenden Untertasse. Und so in der ersten Zeit, also als dieser Hype um die fliegenden Untertassen losging, hatten wir dann ab den 50ern die UFO-Kontaktler. Das waren dann einzelne Menschen, die haben dann mit Menschen von der Venus und vom Merkur und vom Mars gesprochen. Das waren meistens dann doch eher schöne, engelartige Lebewesen, die denen spirituelle Botschaften überreichten. Und wir auf der anderen Seite die frühen CE3-Fälle. Das sind Nahbegegnungen, bei denen Wesen in oder in unmittelbarer Nähe eines UFOs gesehen werden. Und das waren andere Erzählungen. Da hat man mehr so eine Art kühlen Wissenschaftler gehabt. Da hat man dann gesehen, ja, da stand ein UFO und da waren da kleine Wesen, die haben Bodenproben genommen oder ähnliche Erzählungen. Okay. Darf ich da noch kurz einhaken? Klar. Du hast gerade den Begriff CE3 benutzt. CE für Close Encounter. Genau. Und was wäre dann in dieser Systematik so eine richtige UFO-Entführung? Das wäre dann eine CE4-Sichtung. Also diese CE1, 2 und 3, das geht zurück auf J. Allen Hynek. Das war ein Astronom, der auch für die Air Force gearbeitet hat beim Projekt Blue Book, das seinerzeit bis in die 60er Jahre lang UFO-Sichtungen untersucht hat. Und dokumentiert hat, ne? Genau. Und Hynek hat dann eben diese Close Encounter, also Nahbegegnungen der ersten, zweiten und dritten Art definiert. Erste Art wäre eine Sichtung von geringer Entfernung als 150 Meter von einem fliegenden Objekt. Bei der zweiten Art kommt noch ein physikalischer Effekt hinzu. Das Radio fällt aus, der Motor vom Auto hört auf zu stellen. Das UFO streift einen Baum und reißt Äste ab. Also so eine physikalische Wechselwirkung. Und wenn in der dritten, im Close Encounter of the Third Kind, haben wir nach dem Film, vielleicht auch bekannt, von Steven Spielberg, Wesen in oder in unmittelbarer Nähe dieses UFOs. Und später, als dann dieses Entführungsphänomen ja häufiger und populärer wurde, haben wir uns dann, oder hat sich die UFO-Forschung auf einen CE4 als UFO-Entführung quasi geeinigt. Gibt es so, wenn du sagst, die Historie, sowas wie die erste berichtete UFO-Entführung, ist das dieses Ehepaar aus dem Jahr 1963 oder gab es davor schon sowas in der Richtung? Also der Fall von 1963 ist der erste wirklich populäre Fall, der auch so eine Art Archetypus bildete für so eine Entführung. Es gab allerdings schon 1957 einen Fall, ein gewisser Herr Villas-Boas hatte in Südamerika eine solche UFO-Entführung, auch mit einigen Aspekten, die wir aus moderneren Fällen kennen. Okay. Zum Beispiel sexuelle Komponenten und ähnliches. Das heißt, 10 Jahre nach der begriffsprägenden fliegenden Untertasse die erste gut dokumentierte Entführung durchaus bereits. Kann man so sagen. Und davor hatten wir eben diese Kontaktler oder eben diese Close Encounter of the Third Kind Geschichten. Diese Kontaktler, das ist so eine persönliche These von mir. Ich sag mal, wie ich das sehe, vielleicht kannst du mal sagen, ob ich da Quatsch rede oder ob du das vielleicht ähnlich siehst. Ich habe manchmal den Eindruck, dass diese Kontaktler
oder aber auch, wie du schon sagst, die älteren Herren, die darauf warten, dass dann die Außerirdischen auf unseren Planeten kommen, um uns zu erlösen, dass das so ein verschobener Spiritualität oder Religiosität ist. Also diejenigen, die mit diesen schönen, eleganten Außerirdischen sprechen, das sind für mich immer so ein bisschen, geht das in Richtung von Engelserscheinungen, so wie es im christlichen Kontext wäre. Und die Idee, dass die Außerirdischen irgendwann auf die Erde kommen und unsere Probleme lösen, ist ja eigentlich so der Erlöser-Mythos, wenn man so Jesus nehmen würde, auf den wir ja auch dann nochmal warten, dass er wiederkommt. Hast du da schon mal drüber nachgedacht, oder ist das meine persönliche Spinnerei, dass es da Überschneidungen gibt? Ich denke, die sind ganz klar. Also ich würde das schon fast als millenaristisch bezeichnen. Also wir hatten die Nachkriegszeit, ne, der Zweite Weltkrieg als bisher verheerendste kriegerische Handlung auf der ganzen Welt, war gerade hinter uns. Die Atombombe ist gefallen 1947. Die Atomenergie kam und war ins Kommen und hat mit all seinen Gefahren. Und ich glaube, da war so die Heilserwartung. Also es gab einerseits so eine Angst vor der neuen Technologie und auf der anderen Seite eben auch die Hoffnung auf irgendjemanden, der uns hilft und der uns vor allem von dem technischen Aspekt eher auf andere Sphären, auf geistige Aspekte zurückführen wird. Ja, für die älteren Semester der Kalte Krieg ja auch eine Welt am Abgrund tatsächlich. Genau. Also die reale Zerstörung unserer Zivilisation wäre ja denkbar gewesen, wenn der Kalte Krieg warm geworden wäre. Ne? Ja, und war auch einige Male kurz davor. Na ja, klar. Wie passt das dann ins Bild, dass ja bei vielen Entführungen, also jetzt zumindest in der Popkultur, so dieser negative Anteil überwiegt, also diese negative Empfindung, da aufs Schiff gebracht zu werden und dann wird an einem herumexperimentiert. Passt das trotzdem in dieses Bild mit rein oder ist das dann schon wieder eine eher anders gelagerte das Geschichte? Das würde ich tatsächlich nämlich loslösen. Also ich hatte ja gerade erzählt, es gab diese frühen CE3-Fälle und diese Kontaktlagephänomene. Und diese CE3-Fälle, die frühen, hatten eben eher was von diesen Wissenschaftlern. Ne? Also wie gesagt, die wurden beobachtet, wie sie irgendwelche Bodenproben nahmen und ähnliches. Und bei diesen UFO-Entführungen haben wir doch tatsächlich eher diesen scheinbar wissenschaftlichen Aspekt, also mit den Menschen wird experimentiert und ähnliches. Also dieses Motiv ist im Vordergrund. Es gab zum Beispiel auch im Fall der Hills zwar auch ein paar Botschaften, auch in Richtung Technologiekritik und ähnliches, aber das ist tatsächlich eher hintergründig im Gegensatz zu diesem technologisch und kalten Wissenschaftler-Aliens, die quasi beschrieben werden. Obgleich das auch wieder, und da sind wir wieder bei diesen Deutungsmustern, variieren kann. Ich habe auch zwei Fälle zumindest gehabt, drei Fälle tatsächlich, bei denen erst klassische Sagenmotive als Deutung angenommen wurden. Also ein Fall aus dem islamischen Kulturkreis. Da wurde ein Dschinn angenommen als Ursache für diese Begegnung, aus dem Familienkreis des Betroffenen. Und ich hatte einen Fall, bei dem die Betroffene selbst eigentlich immer glaubt, das wäre ein Einzelmännchen gewesen, das sie gesehen hat. Und einen Fall, in dem die Verwandtschaft eines Betroffenen sagte, das wäre ein Einzelmännchen. Also gerade so, wenn aus dem ländlichen Raum kommt, wo diese Art von Folklore noch eher präsent ist, wird dann auch eine solche Deutung irgendwie ins Kalkül gezogen zumindest. In den drei Fällen war dann eine psychische Störung mit dabei oder ist das eher durch sowas wie ein Hypnagoge oder Hypnopompe Halluzination zu erkennen gewesen? Also zumindest in zwei der Fällen würde ich davon ausgehen, ja. Wie reagieren die Menschen darauf, die ja dann tatsächlich auch einen gewissen Leidensdruck haben, wenn du ihnen dieses Erklärungsmodell vielleicht anbietest und sagst, haben sie das schon mal von gehört? Sind die erleichtert oder ist es eher so, dass sie sagen, nee, ich glaube doch, dass das Einzelmännchen oder UFOs oder sonstige Dinge gewesen sind? Das variiert ganz stark. Und das ist wieder so, das ist das Schwierige für uns zu wissen, was ist eigentlich die Intention des Melders, also welche Erwartungen hat die Person an uns? Also es gibt, also bei Ersterlebern, es ist oftmals tatsächlich für viele hilfreich, wenn man ihnen eine Erklärung anbieten kann, eine konventionelle. Bei Menschen, die schon länger sich mit diesen Gedanken rumtragen, ich bin ein Führungsopfer, ist jetzt eher andersrum, weil dann plötzlich eine andere Sinngebung im Leben gesehen wird. Also da wird dann am ersten Leidensdruck so ein Coping mit produziert, indem man sagt, naja, es hat ja einen höheren Sinn und ich bin was Besonderes. Das heißt so eine Verarbeitungsstrategie. Genau. Und in diesem Fall würde ich gar nicht auf die Idee kommen, jemandem das aufoktrinieren zu wollen. Natürlich kann ich es anbieten, aber ich würde, also halte ich es für vermessen, denn ich kann keinerlei Erklärung kann ich beweisen. Ich kann bei keinem beweisen, dass er eine Hypnagoge Halluzination hat. Genau. Ich kann höchstens eine solche Vermutung äußern. Und das auch nur, wenn sie quasi eingefordert wird. Wenn jemand quasi das gar nicht möchte, dann würde ich ihm das auch nicht anreichen oder gar behaupten, das wäre so und so gewesen. Denn das kann ich gar nicht wissen.
Du hast das gerade schon ein paar Mal gesagt, dass du immer versuchst, im ersten Schritt herauszufinden, was ist der Auftrag an dich. Kannst du vielleicht mal so 3-4 Aufträge formulieren, die dir dann genannt wurden? Also was dann jemand konkret von dir wollte, als er mit dir Kontakt aufgenommen hat? Unterschiedlich. Also manchmal geht es darum, dass Personen Wissen teilen wollen. Das ist dann gerade also bei den beiden psychotischen Fällen. Ich nehme das an, ich bin kein Arzt, ich habe kein Diagnoserecht, aber da, wo ich das vermute, ging es eigentlich darum, dass diese Personen ihr Wissen weitergeben wollten. Die wollten sagen, ich habe da kosmische Botschaften, die möchte ich, ihr habt das Recht oder ihr habt die Chance von mir, genau diese Botschaften zu erhalten. Mhm. Also dieser selbstüberhöhende Aspekt, den man bei vielen Psychosen hatte, spielte da auch eine Rolle. Es gab Fälle, wo ganz klar gesagt wurde, ich habe Angst, mir geht das schlecht, helft mir bitte irgendwie. Auch Fälle, wo es einfach darum geht, jemand muss das mal loswerden. Ja. Also man kann das in der Regel nicht mit seinem sozialen Umfeld besprechen, weil man dann stigmatisiert wird. Mit wem spricht man dann? Ne? Mhm. Es gibt, wie gesagt, ein paar Selbsthilfenetzwerke, die muss man aber auch erstmal finden. Also manchmal geht man es auch jetzt auch im Sprechen. Und es gibt so Fälle, also der letzte Fall, mit dem ich tatsächlich gesprochen habe, da wurde ich angesprochen, habe mit dem Menschen mich hingesetzt am Abend, habe mit dem schon 2 Stunden lang mich unterhalten. Das war ein ganz spannender Fall, weil das sehr selbstreflektiert war. Ich vermute hypnagoge Halluzinationen mehrfach, Schlafapnoe war auch ein Gespräch, also das ist ein guter Aufhänger für solche Erlebnisse. Und da war sich unsicher und sagte dann später selbst, dass es auf der einen Seite ein schönes Gefühl ist, was Besonderes zu sein und die Intuition aber wiederum sagte, wahrscheinlich ist das rational erklärbar. Und dazwischen schwamm er und hatte sich eigentlich von mir erhofft, dass ich ihm diese Entscheidung abnehme. Und ich habe im Endeffekt gesagt, er muss gucken, womit es ihm persönlich besser geht. Also wenn er für sich akzeptieren kann, ich bin Entführter und damit fühlt er sich gut, weil ihm das Gefühl gibt, was Besonderes zu sein, dann soll er das gerne machen. Und wenn er auf der anderen Seite aber sagt, er braucht das eigentlich nicht, um sich gut zu fühlen, oder es geht mir eher schlecht mit diesem Glauben daran, entführt zu sein, dann kann er sich auch die rationale, soll seine Intuition etwas folgen. Das heißt, diese Person hat sowas aber auch häufiger erlebt und nicht nur einmal. Genau. Ist das generell so, dass diese Fälle öfter vorkommen, wo so ein Erlebnis häufiger auftaucht? Ich glaube, das hängt davon ab, wann eine Person sich meldet. Also wenn ein Ersterleber mit einer hypnagogen Halluzination, die wir jetzt mal annehmen, sich meldet und das aufgeklärt bekommt, dann wird er wahrscheinlich in der Zukunft ähnliche Erlebnisse oder auch andere Dinge, die er eventuell an solchen Kontext deuten könnte, nicht mehr so deuten. Wenn jemand aber nach x Erlebnissen sich meldet, also es ist eine Frage, wann bekomme ich ihn zu sprechen? Und ich glaube, man könnte Ersterleber würden in der Zukunft mehr solche Erlebnisse haben, weil sie entsprechende Erlebnisse deuten würden in diesem Kontext. Oder auch rückwirken. Ne? Dann werden Erlebnisse aus der Kindheit, die man nicht mehr so ganz im Kopf hat, können dann auch entsprechend umgedeutet werden. Nachträglich. Genau. Das heißt aber schon auch, wenn du auf solche Menschen triffst, dass so ein gewisses Maß an Sensibilität und Fingerspitzengefühl da auch ganz wichtig ist. Ne? Also das ist wahrscheinlich nicht immer ganz einfach, solchen Menschen zu begegnen, oder? Prinzipiell muss ich ja sagen, ich kann nicht jeden Fall erklären. Und also wäre es vermessen zu behaupten, ihr seid alle verrückt oder was auch immer. Das sind oder ich sag euch, was es war. Genau, denn das ist nicht so. Also die Menschen sind in aller Regel nicht verrückt. Und ich kann auch nicht immer alles erklären. Also versuche ich da eigentlich mit auch einem gewissen Maß an Bescheidenheit und Ernsthaftigkeit ranzugehen. Das heißt, ein Mensch, der mir etwas erzählt, ist es ja auf jeden Fall eine subjektive Realität für diese Person. Und auf dieser Ebene begegne ich einem Menschen auch. Ne? Denn ich weiß es oftmals ja auch nicht besser. Aber das hilft wahrscheinlich auch sofort, wenn jemand sich das erstmal anhört und grundsätzlich vielleicht auch, sagen wir mal, laut Visitenkarte, überspitzt das mal, sich aber grundsätzlich mit dem UFO-Phänomen beschäftigt und der nimmt mich erstmal ernst und hört mich an, das kann ja auch eine gewisse Erleichterung sein, weil im Zweifelsfall, wenn man es dem Ehepartner erzählt, sagt er einem den Vogel. Ne? Genau, also ich habe vor einigen Jahren im Rahmen meines Bachelorabschlusses eine qualitative Studie zum Thema gemacht, habe also mit Betroffenen gesprochen und die psychosozialen Folgen solcher Erlebnisse erforscht. Und tatsächlich stellte sich raus, dass diese Sekundärfolgen der Viktimisierung, also der Opferwerdung, durch den Umgang des sozialen Umfeldes eigentlich die schwerwiegendsten Folgen sind aus einem Erlebnis. Kannst du es so ein bisschen griffiger noch formulieren für diejenigen, die es nicht verstanden haben, was die These dahinter ist? Also man spricht in der Opferforschung von Viktimisierung erster, zweiter und dritter Art. Also eine Opferwerdung erster Art ist eben das
Ereignis, das einen zum Opfer werden lassen hat, sei es der Einbruch, der Überfall oder. Mhm. In diesem Fall wäre es dann die Entführung, ne, die subjektiv wahrgenommen wurde. Mhm. Genau, und die Opferwährung zweiter Art ist dann der Umgang des sozialen Umfeldes und auch von öffentlichen Stellen mit diesem Opfer. Mhm. Ne, das nennt man dann die Opferwährung zweiter Art. Die kann oftmals die Folgen der ersten Viktimisierung noch vergrößern. Mhm. Und dann spricht man eben von der Viktimisierung dritter Art. Das ist dann quasi das Zusammenspiel aus 1 und 2. Mhm. 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 Und das heißt, dass jemand dann das berichtet, ich bin von Aliens entführt worden und dann überhaupt gar nicht mehr ernst genommen wird. Genau. Unter Umständen, ich überspitze es jetzt mal, den Job verliert, weil der Arbeitgeber sagt, so einen Spinner will ich gar nicht mehr beschäftigen. Das wären so Spiralen nach unten, die sowas beschreiben können. Genau, oder? Also es ist einfach dieses Gefühl, unverstanden zu sein oder diese Art der Realität, die man da hat, verbergen zu müssen. Mhm. Also oftmals fiel dieser Begriff des Lebens in zwei Welten, weil man quasi diesen Teil seiner Persönlichkeit und seines real angenommenen Lebens nicht im Alltag zeigen konnte und ausleben konnte. Vielleicht sogar selbst innerhalb der eigenen Familie, genau. Was natürlich besonders schwer ganz oft. Ist. Mhm. Ja, und was auch damit einhergeht, ist dann oftmals so ein Verlust von Urvertrauen. Mhm. Ne? Also da ja die persönliche Integrität, die ist nicht gewahrt. Ne? Man wird aus seinem Schlafzimmer heraus. Bett, also genau, eine Wohnung, was sicher ist, und da passiert einem was. Ne? Und keiner kann einen schützen. Die Eltern haben einen nicht geschützt, der Ehepartner kann einen nicht schützen. Und auch noch die Angst, dass es vielleicht den Kindern oder dem Partner passieren könnte. Das alles sind so Faktoren, die dieses Urvertrauen einfach zerstören. Und ja, auch eine schwerwiegende Folge eigentlich des Glaubens daran, ich wäre Entführungsopfer sind. Das sind dann aber wahrscheinlich eher Menschen, also du hast gerade schon gesagt, so ein Psychotiker, der sich vielleicht ein bisschen überhöhen möchte, der sagt, ich weiß, wie es wirklich ist auf dem Alien-Raumschiff. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, sind dann wahrscheinlich eher sehr verzweifelte Menschen, die dann Kontakt mit dir aufnehmen, oder? Zum Teil. Sicherlich. Ja, das ist natürlich keine schöne Geschichte. Ich habe, wenn du hast es schon einmal angedeutet, dass 1957 bereits in dem Fall das auch schon in einen Teil hineinging, du hast es so einmal gestreffen, dass so eine UFO-Entführung gelegentlich auch so eine sexuelle Konnotation hat. Dass so eine Art Vergewaltigungsszenario mal vorkommt oder dass Sonden eingeführt werden, die bei South Park wird es, glaube ich, relativ ausführlich dargestellt, die Analsonde, die dann Kaken irgendwie kriegt, was ja für viele Männer auch eine gewisse angstbesetzte Geschichte ist. Mhm. Hast du da eine Position zu, ob das unter Umständen auch ein verschobenes Missbrauchserlebnis ist, was da stattgefunden haben kann, weil in der Psychologie weiß man mitunter, dass ein Missbrauch so sehr verdrängt oder umgedeutet wird, dass die Person nach einigen Jahren gar nicht mehr weiß, dass das stattgefunden hat. Ist dir sowas auch mal vorgekommen, wo du den Verdacht hattest? Also ich persönlich bin da eher, zweifel eher an diesem Konzept. Es sind ja diese Screen Memories, die man da annimmt. Ne? Also so Deckerinnerungen über einen realen sexuellen Missbrauch zum Beispiel. Ich glaube, das wäre zu pauschal. Ich würde eigentlich eher von einer erzählerischen Motivgattung ausgehen. Okay. Also es gibt ja auch viele Erzählungen, in denen dieser Sexualkontakt ein Freiwilliger war. Also in diesem Fall von 57 zum Beispiel, der Villas Boas, da hat dann eine leicht fremdartig, aber trotzdem wunderschön aussehende Alien-Frau getroffen und damit der verkehrt. Mhm. Ne? So muss man sagen, das hat jetzt keinen bedrohlichen oder Charakter und hat auch nichts von einer Vergewaltigung, sondern das war eher angenehm. Genau, kann man so sagen. Ne? So mehr Captain Kirk-mäßig, ne, auf jedem Planeten anders. Ganz genau, ja. Okay. William Shatner, ja. Ja, genau. Das heißt aber, auch wenn es in diesen UFO-Entführungsszenarien doch gemeinsame Merkmale gibt, muss man im Prinzip doch von Fall zu Fall gucken und genau entscheiden, was jetzt konkret da an Motiven eine Rolle spielt und was dahinter stecken könnte. Ja. Also man kann das selten wirklich so das Phänomen in Gänze fassen, sondern muss da wirklich so Einzelfallbetrachtung machen. Oder? Ganz klar. Zumal es ja auch einen Wandel im Phänomen gibt. Also die Motive haben sich auch im Laufe der Jahrzehnte verändert. Ich nehme an, dass das zusammenhängt mit diesen Hypnosesitzungen, die dann so ab den späten 70ern und den 80ern vorgenommen wurden. Und natürlich auch mit diesem popkulturellen Einfluss. Mhm. Ne, ein amerikanischer Forscher, Bullard, der hat mal Statistiken darüber geführt, wie sich zum Beispiel die Beschreibung der Aliens verändert hat. Genau. Und es war so interessant, dass dann mit dem Film Unheimliche Begegnung der dritten Art sind diese Aliens, die bei Betty und der Barney Hill Fall waren zwar auch schon zwergenartige Gestalten, große Augen, große Köpfe, aber die waren doch eher etwas bulliger so in der Gesamt
Stature. Mhm. Und die sind einfach immer graziler geworden, vor allem eben nach diesem Film. Immer graziler und dünner und haben sich dann immer mehr diesem heute bekannten Typus angenähert. Mhm. Und so kann man schon, denke ich, klar sehen, dass eben diese Einflüsse aus der Popkultur rüberschwammen oder es eine Wechselwirkung gibt. Also das heißt, sowas wie Akte X, wo ihr dann mehrfach in verschiedensten Episoden über die vielen Jahre, die Serie lief, das Szenario einer Alien-Entführung stattgefunden hat, das prägt dann auch ein Stück weit vielleicht so sowas wie das gesellschaftliche Gedächtnis für so ein Ereignis. Das war ja, glaube ich, sogar auch mal Bestandteil einer Folge sogar, wo das dann aufgerollt wurde, dass sozusagen die kleinen grauen Außerirdischen, die wir ja heute eigentlich sofort als Aliens identifizieren, da gibt es auch diese abstrakten Aufkleber, können wir gleich mal einblenden, was ich meine. Das ist ja auch sowas, was heute jeder als Alien erkennen würde, was aber unter Umständen vielleicht in den 50er Jahren nicht als Außerirdischer durchgegangen wäre. Ne? Nein, oder nicht so schnell. Ne? Wir haben auch kulturelle Unterschiede. Ne? Also aus Russland kennen wir viele Begegnungen von so roboterartigen Gestalten. Aus skandinavischen Raum haben wir tatsächlich arische Aliens, also typisch blond, blauäugig, hochgewachsen. Kennen wir aus dem skandinavischen Raum. Es gibt Bigfoots im Zusammenhang mit UFOs sind aus Amerika bekannt. Also das gibt da eine ziemlich große Bandbreite an beschriebenen Wesen. Und auch innerhalb der Entführungsszenarien gibt es da Unterschiede. Also ich hatte einen Fall, gab es auch die kleinen Grauen. Aber es gab auch andere Arten von zwergenartigen Gestalten, die nicht identisch waren mit den kleinen Grauen. Also da gab es selbst innerhalb eines Erlebnisses können die Wesen divergieren und sich unterscheiden. Und ja, das ist eigentlich eine spannende Sache, zumal man ja auch hier wieder so in die Folklore zurückgehen kann. Ne? Wir haben Wechselmythos, oftmals Reise nach Magonia zum Beispiel. Also es gab ja oftmals Zwergenvölker, die angeblich Menschen in ihre Welten mitgenommen und entführt haben. Also auch da finden wir Erzählmotive, die wir schon seit Jahrhunderten kennen. Oder auch Feenwelt oder Feenwelt, wie auch immer. Genau. Das heißt aber, wenn wir das jetzt mal alles so zusammenfassen, dass wir nicht wissen, ob Entführungen durch außerirdische Intelligenzen stattfinden. Man könnte jetzt sagen, wenn man mit dem aktuellen wissenschaftlichen Stand herangeht, ist es eher unwahrscheinlich. So könnte man es vielleicht legitim formulieren. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es außerirdisches Leben gibt oder nicht. Genau. Noch haben wir keinerlei Beweis dafür, wobei es sich ja verdichtet. Man hat immer das Gefühl, dass morgen NASA meldet, dass endlich Bakterien auf dem Mars gefunden. Wenn die NASA irgendwie ankündigt, dass sie was ganz Besonderes ankündigen wird, am nächsten Tag. Kannst dann du eher vergessen. Aber ist man meistens enttäuscht. Ja, das ist dann so. Aber insofern, das wird ja auch gerne vergessen, dass es einen konkreten Beweis für ein außerirdisches Leben derzeit noch nicht gibt. Richtig. Also die Wahrscheinlichkeiten kann man sich dann ausrechnen, dass es wahrscheinlich irgendwo im unendlichen Weltall irgendwann auch nochmal anderswo Leben gegeben hat. Würde ich sagen, wage ich nicht zu bezweifeln, aber den Beweis haben wir noch nicht. Aber es gibt eine Bandbreite von Menschen, die sich an dich wenden, die das berichten. Es gibt eine Bandbreite von Gründen, warum sie es erzählen. Und natürlich am Ende mehr oder weniger nicht eine wirklich abschließend befriedigende Erklärung dafür. Ne? So muss man es, glaube ich, zusammenfassen. Ne? Ja, wobei man diesen Faktor außerirdisch vielleicht auch mal ein bisschen zur Seite schieben muss, sondern einfach sagen muss, es ist ja ein Deutungsrahmen, in dem das stattfindet. Und es gibt eben auch, wie wir schon gesehen haben, ganz viele andere Deutungsmöglichkeiten, also wenn man jetzt mal von konventionellen Erklärungen absieht. Und ich persönlich sehe mich da immer so ein bisschen als Phänomenologe. Also ich brauche auch für mich keine abschließende Erklärung. Mir geht es um die Menschen dahinter, um die Probleme, bei denen ich gerne helfen möchte und nicht in erster Linie um das Erlebte. Also früher war es oft so, dass UFO-Forscher diese Menschen so als Datenmaterial missbraucht haben. Ich sage ganz gezielt Missbrauch, die dann auch teilweise in irgendwelche Talkshows geschleppt haben, zu Arabella Kiesbauer und sonst wohin. Halte ich für ethisch sehr, sehr, sehr fraglich ein solches Vorgehen. Mir geht es um die Menschen und wie es ihnen damit geht und ob ich ihnen eventuell helfen kann. Also sekundär sind tatsächlich für mich die Daten dahinter, die natürlich immer interessant sind und spannend sind, auch zu analysieren, ohne aber, dass ich da irgendeine favorisierte Hypothese habe, was sie erlebt haben können. Wir haben vorhin ja schon mal das Bild vom Nachtalb eingeblendet. Hast du schon mal gehabt, dass du so alte Literatur gelesen hast, wo irgendwas beschrieben wurde, wo du denkst, wenn das heute passiert wäre, hätte man vielleicht von einer Alien-Entführung, das wäre genau das. Hast du da sowas, wo du sagst, das ist mir aufgefallen, oder gibt es vielleicht sogar ein
UFO-Forscher, der da mal in die Literatur geschaut hat und Parallelen gesucht hat? Gibt es tatsächlich, also nicht nur UFO-Forscher. Mhm. Also bei den UFO-Forschern ist ganz bekannt Jacques Vallée, ein französischer Physiker, der in UFO-Forschern aktiv ist. Der hat auf Deutsch, glaube ich, Dimensionen heißt das Buch, diese Bezüge zwischen Folklore und UFO-Erlebnissen, UFO-Entführungen sehr herausgearbeitet. Aber mit Leander Petzold zum Beispiel, einem berühmten Volkskundler, der hat im Zuge seiner Sagenforschung wiederum die gegenteilige Querverbindung gezogen. Mhm. Der hat nämlich festgestellt, naja, UFOs könnten auch eine moderne Art der Sage sein, da ich viele Querverbindungen aus meinem Sagenschatz, mit dem ich arbeite, ziehe. Mhm. Ne? Also aus beiden Richtungen kann man sagen, ist diese Querverbindung schon gezogen worden. Und wenn man allein mal einen Hexenhammer liest, ja, ein sehr fatalistisches Werk aus der Frühphase des Hexenwahns, und wenn wir da die Beschreibung von Inkubus und Succubus lesen, dann kommen die Assoziationen. Ne? Mhm. Nachts erscheinen sie in den Schlafgemächern der Menschen, treiben ihnen Unzucht. Das Hexenmahl, auch sehr bekannt. Ne? Also viele UFO-Entführungsopfer aus den USA vor allem, haben ja meistens so pockenartige Namen oder so, sind Einstichlöcher interpretieren. Sowas haben wir mit den Hexenmalen ja auch, wo es ja auch auffällige Male waren, die ein Zeichen einer Hexenbegegnung oder einer Begegnung mit Dämonen gesehen wurden. Mhm. Also gerade die mittelalterliche Dämonologie bietet da sehr viele Anleihen zu modernen Erlebnissen. Was ich noch unbedingt wissen möchte, ist, um jetzt mal so ein bisschen herumzufantasieren, wenn es denn zu einer Begegnung mit Außerirdischen käme irgendwann, wie würdest du dir das persönlich vorstellen? Also ich habe jetzt zum Beispiel in letzter Zeit den Film Arrival gesehen und fand den schon wirklich ziemlich gut gemacht und muss da sagen, also da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wenn es mal dazu kommt, dass das dann so ablaufen könnte. Aber wie ist das bei dir? Ich habe in den letzten Monaten relativ viel von Artikeln aus der Soziologie gelesen, die sich mit dem Maximal- oder dem Radikal-Fremden befassen. Sehr spannende Konzepte, also die davon ausgehen oder voraus kann man ableiten, dass ein hypothetisches Alien mit einer völlig anderen Entwicklungsgeschichte und so weiter und so fort uns radikal oder maximal fremd wäre. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem das meine Vorstellungskraft logischerweise übersteigt. Das ist radikal oder maximal fremd. Muss so, man erstmal so hinnehmen, das Unbegreifliche dahinter. Da sind wir dann fast wieder so im religiösen Bereich. Und würdest du denn aber eher, das fand ich auch interessant, also Stephen Hawking zum Beispiel vertritt ja die These, wenn es denn dann außerirdische Intelligenzen gibt, die es zu uns schaffen, kann das eigentlich gar nicht friedlich sein, weil die dann eher auf der Suche nach Rohstoffen sind und dann eher unsere Erde ausbeuten würden, in der Hoffnung, dass sie dann noch Rohstoffe bekommen, wobei man dann fragen muss, ob sie nicht in anderen Planeten besser ausbeuten könnten bei uns im Sonnensystem. Aber oder würdest du eher an völlig hypothetisch die friedlichen Forscher-Aliens glauben wollen? Also ich glaube, dass Stephen Hawkings Annahme da sehr anthropozentristisch ist. Also er geht ja so von menschlichen Motivlagen aus. Und ich glaube nicht, dass wir bei radikal fremd derartige Motivlagen einer Alien-Rasse, wie auch immer, voraussehen, erahnen, erdenken können. Und gleichzeitig, was Rohstoffe angeht, also da würde ich lieber in den Kuipergürtel gehen. Ich glaube, da bekommt man alle Metalle. Wenn die Technologie hat, so weitere Strecken zurückzulegen, kann man es auch besser abschaffen. Ganz genau. Ne? Ansonsten, ja, ich habe tatsächlich keine Vorstellung davon, lasse mich aber gern aus Science-Fiction-Literatur oder aus Filmen auch gerne mal inspirieren dazu. Ja. Vielleicht noch ganz kurz die Webseite der GEP, wer jetzt Interesse bekommen hat, dass du noch mal ganz kurz sagst, wo man euch findet im Netz. www.ufo-forschung.de. Genau, und ihr gebt auch ein regelmäßig erscheinendes Magazin heraus, da durfte ich ja auch schon mal einen Gastbeitrag schreiben, ist auch ganz interessant und eben nicht spinnert, sondern ihr nehmt das schon alles sehr ernst, was ihr da publiziert. Ne? Genau, wir sind ja auch gemeinnützig anerkannt worden, aus diesem Grund. Genau, also da kann natürlich der geneigte Zuschauer nochmal nachschauen. Danke dir erstmal für das spannende Interview. Ja, wir werden die Internetseite der GEP nochmal verlinken natürlich, dass ihr euch das anschauen könnt und hoffen, dass euch dieses Interview gut gefallen hat. Alexa, und dann müssen wir einfach nur nochmal aufklären, was es mit Pluto auf sich hat. Genau, wo er seinen Namen jetzt her hat. Die Auflösung. Ich hätte es total schön gefunden, wenn diese Geschichte wahr gewesen wäre und Pluto seinen Namen tatsächlich von der Disney-Figur gehabt hätte, ist aber leider nicht so. Und zwar ist Pluto natürlich bei seiner Entdeckung 1930 tatsächlich nach dem römischen Gott der Unterwelt benannt worden. Und es ist im Prinzip genau umgekehrt. Die Disney-Figur,
die dann etwas später tatsächlich bekannt geworden ist und seitdem aus dem Disney-Universum nicht mehr wegzudenken ist, die hat ihren Namen vom Planeten Pluto. Also eigentlich auch ganz zauberhaft und nett und schön, aber eben umgekehrt, als ich euch am Anfang erzählt habe. Spannend. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Sendung. Vielen Dank wieder allen unseren Unterstützern. Ich habe jetzt gleich nochmal neu die Outro eingesprochen, weil ich natürlich da auch nochmal so einen leicht grammatikalisch falschen Satz eingesprochen habe. Darauf sind wir hingewiesen worden. Also jetzt in einer erneuten Fassung die Outro und hoffe dann auch richtig. Und davon unabhängig vielen, vielen Dank an alle, die uns in den vergangenen Monaten wieder auch unterstützt haben bei unserer Arbeit. Das ist unglaublich hilfreich und stabilisiert uns an ganz vielen Stellen und erhöht den Spaß. Und beim nächsten Mal gibt es dann die 249. Folge wieder mit einem richtigen Thema, also kein Recycling-Thema. Aber tatsächlich finden wir viele der Interviews, die wir seinerzeit für Huxilla TV gemacht haben, so schön, dass wir sie natürlich euch nicht vorenthalten wollen. Deswegen stauben wir die in letzter Zeit ein bisschen ab und holen die wieder aus der Kiste hervor. Und dann gibt es ja im März, so planen wir es zumindest, die 250. Folge von Huxilla. Und dazu seid ihr immer noch herzlich eingeladen, uns kurze Soundschnipsel zu schicken. Das haben schon ganz viele Leute getan. Ja, extrem, das sind großartige Sachen dabei. Unterhaltsames Zeug, also von einem Hörspiel, sag ich mal, über einfach einem kurzen Audiogruß, den jemand in sein Handy reingesprochen hat, ist da alles dabei. Und wir ermutigen euch, macht das. Dann habt ihr eure Stimme im Huxilla-Podcast in der 250. Folge und dann können wir gemeinsam diesen weiteren Meilenstein, den wir dann erreicht haben, gemeinsam feiern. Aber da kommt noch eine Folge dazwischen, bevor wir dann in die große Partyfolge gehen. Ein Thema, was mir besonders viel Spaß macht, das fällt wieder so richtig in meinen Erzählforschungsbereich, den ich so gerne mag. Das könnte interessant werden, ja genau. Also, ich hoffe es. Macht's gut, bis demnächst und natürlich immer schon skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen, so wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach, durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.